Die Implikation ist eine zweistellige Aussagenverknüpfung, die, so wie hier dargestellt, definiert ist. Sie ist an vielen Stellen 1, aber an genau einer Stelle ist sie 0, und es ist wichtig, dass man genau erkennt und genau weiß, an welchen Stellen hier die 1 definiert ist. Nun, wenn aus etwas Falschem etwas Falsches folgt, ist die Implikation wahr. Wenn aus etwas Falschem etwas Richtiges folgt, ist die Implikation auch wahr. Wenn aus etwas Wahrem etwas Falsches folgt, dann ist die Implikation falsch. Und wenn aus etwas Wahrem etwas anderes Wahres folgt, dann ist die Implikation wahr. Dieser eine Punkt, diese eine Zeile ist also eine ganz entscheidende Zeile hier bei der Implikation. Und in vielen Aufgaben, in vielen Situationen, wo man mit der Implikation zu tun hat, ist diese eine Zeile eine ganz entscheidende Zeile. Die Implikation ist übrigens auch identisch mit der Formulierung nicht A oder B. Dass das so ist, kann man sehr leicht nachvollziehen, wenn man hier unten einmal die Werte vergleicht. Da die Werte in beiden Spalten übereinstimmen, ist hier eine logische Äquivalenz gegeben und dementsprechend ist das gleichwertig. Nun, das Ganze lässt sich auch sehr leicht einmal prüfen, wenn wir also mal aufschreiben A und nicht A. Nun, da haben wir hier 0, 0, 1, 1 und das Gegenteil ist ja nicht A. Dann haben wir die Werte für B, 0, 1, 0, 1. Alles, was ich bis jetzt gemacht habe, ist genau hier diesen Teil einmal aufzuschreiben und eben das Nicht-A noch dazu zu nehmen. Das Nicht-A, so. Dann haben wir auch Spalten. Und wenn ich jetzt mal Nicht-A oder B hier herausfinden will oder sehen will, dann kann ich ja ganz einfach mir diese beiden Zeilen hier nehmen. Nicht A oder B, also 1 oder 0. Naja, okay, das ist 1. Dann habe ich in der nächsten Zeile 1 oder 1. Okay, das ist auch 1. In der nächsten Zeile habe ich 0 oder 0. Okay, da haben wir dann eine 0. Und in der letzten Zeile habe ich 0 oder 1. Nun, da haben wir wiederum eine 1. Es kommt also hier genau das raus, was da schon steht. Und das ist eben identisch mit der Implikation. Und das ist auch schon der ganze Beweis mit Hilfe einer Wahrheitstafel, wie man die logische Äquivalenz im Grunde hier von diesen beiden Formeln dann zeigen kann.